Herr Eppler, wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihr gesamtes Leben und das, was Sie dort politisch geleistet und erarbeitet haben, wie wichtig ist dieser Dialog, der damals stattgefunden hat zwischen SED und SPD, heute für Sie? Er ist wichtig. Und obwohl ich, wenn ich zurückblicke, an manchen Stellen manches anders gemacht hätte, zum Beispiel? Dazu stehe ich immer noch. Das heißt, ich glaube, das war richtig und das war nötig. Heute haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer darauf verwiesen, dass sie sich so eine Diskussion, wie sie damals stattgefunden hat, auch heute zwischen der SPD und der Partei Die Linke wünschen. Welche Chancen sehen Sie da? Gibt es, also, reicht da der demokratische Sozialismus in den Grundsatzprogrammen aus? Also ich glaube, wenn es heute Gespräche mit der Linkspartei gäbe, wären sie völlig anders als damals. Denn es gibt ja nicht mehr die grundsätzliche ideologische Gegenüberstellung hier, das Grundgesetz und die westliche Demokratie und dort eine Diktatur und eine Staatsreligion des Marxismus-Leninismus. Die Linkspartei steht ja, wie sie sagt, genauso auf dem Boden des Grundgesetzes wie andere auch. Insofern ist das nicht die Schwierigkeit, sondern die Schwierigkeit ist, wie kann man mit einer Partei regieren, von der ganz wichtige Leute gar nicht regieren wollen. Und eben ihre Forderungen immer so formulieren, dass sie in eine Regierung nicht hineinpassen. Das heißt, wir wünschen uns gemeinsam, dass viel mehr Menschen in beiden Parteien diese Diskussion führen möchten. Ja, das muss ja nicht alles auf der oberen Ebene sein, aber ich meine, das ist ja unvermeidlich und ist auch gut so, wenn Mitglieder der beiden Parteien mal darüber reden, was ihnen an der anderen nicht gefällt. Herzlichen Dank, Herr Eppler.